Vielen Dank, Frau Präsidentin, Hoher Landtag. Ich darf zum Tagesordnungspunkt 35 ganz kurz sprechen. Den Bodenfraß stoppen, keine neuen Grundstückswidmungen für Supermärkte. Wir haben da schon mehrfach darinnen im Plenum darüber diskutiert. Es sind ja mehrere Anträge auch schon entsendet worden und abgesegnet worden, zum Beispiel auch das Wohnen über den Supermarkt und so weiter. Es ist nur so, so wie es der Klubobmann Sinter gesagt hat, ich bin mit dem Antrag nicht ganz konform. Er ist nämlich nicht Fisch und er ist nicht Fleisch. Nicht Fisch deshalb, weil die Neos haben drinnen in dem Antragstext, dass sie generell Grünflächen für Neubauten komplett zukünftig verhindern wollen. Und nicht Fleisch, weil die ÖVP dann hergeht und das generell in Frage stellt, ob man die Handelsfläche, ob man da innerhalb des DROGs überhaupt auch notwendig ist, dass man darüber diskutiert. Wobei jetzt, und sagen wir es, ÖVB wäre aus meiner Sicht gescheiter, wenn man das VB vielleicht wegtannt und gegen ZB ersetzen, weil österreichische Volkspartei sagt es schon lange nicht mehr, ihr seid die österreichische Zubetoniererpartei. Und das ist bekannt bei uns Land auf Land ab. Ich werde auch drei Beispiele bringen. Fahren wir in den Billersee rein, Billerseetal, St. Ulrich am Billersee, da war eine wunderschöne Hutweide, ökologisch sehr wertvolle Fläche. Und die damalige Bürgermeisterin, zufällige ÖVP-Bürgermeisterin, kauft diese Fläche und die Leute sagen zu ihr, ja, was willst du mit der Fläche, was willst du mit der Wiese machen, da kannst du ja überhaupt nichts anfangen mit der. Und die sagt, du wirst schon sehen. Und ja, man möge es gar nicht für möglich halten, was überhaupt so alles möglich ist in den Reihen der ÖZB. Mittlerweile ist diese wertvolle Hutwiese zu betoniert und jetzt in der Minuten wird es gerade asphaltiert und es wird ein wunderschönes Gewerbegebiet, wo ich mich schon das erste Mal aufgeregt habe und gesagt habe, muss das sein, so an schönen Flecken Erden, das war ja eigentlich was, als Naherholungsgebiet zum Wohnen für Familien, wenn man schon zu betonieren will, aber nicht für ein Gewerbegebiet, war ja gescheiter, wer das Billersee da kennt und im Billersee, man nimmt dieses Gewerbegebiet und geht oben Richtung Weidring, Erpfendorf, da ist man direkt angeschlossen an der Bundesstraße und errichtet dort ein Gewerbegebiet. Beispiel Nummer zwei, bleiben wir in meinem Bezirk, fahren wir nach St. Johann. Da wird in einem bestehenden Gewerbegebiet werden tausende Quadratmeter jetzt gewidmet unter dem Mantel Wohnen und Leben im Gewerbegebiet mit Aussicht auf die Bundesstraße. Das wäre dann wieder ein sehr günstiges Wohnen für Familien, wäre angedacht. Ich sage jetzt nicht per se, dass ein Wohnen nicht möglich sein kann in einem Gewerbegebiet, weil in Kitzbühel machen wir das ja jetzt praktisch auch, aber in abgeänderter Form, nämlich geht es nicht um Wohnen für Familien mit Kindern, sondern da geht es um Mitarbeiterwohnhäuser. Zusätzlich baut es die WE in einen Hang ein, was sehr schwierig zum Bebauen ist und das für Mitarbeiter, für Saisonkräfte etc. Da kann man ja sagen, ja gut, ist auch nicht gerade der schönste Fleck, aber immerhin, wir haben eine Möglichkeit zum Wohnen. Aber Familien mit Kindern in ein Gewerbegebiet ein jetzt da, das halte ich halt schon für nicht in Ordnung. Und dann vielleicht noch ein drittes Beispiel, bleiben wir gleich in St. Johann, weil die liefern ja sowieso jede Steilvorlage, die man sich gerade wünschen kann. Eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Es gibt 7 Hektar landwirtschaftlich wertvolle Fläche und der damalige ÖVP-Bürgermeister, ist zufällig wieder ÖVPler, sagt, wir oder ÖZBler, wir pflastern das jetzt zu, wir machen da draußen ein Gewerbegebiet. Dann war es so, dass sie natürlich ein paar auf die Zechen gestiegen geführt haben und gesagt haben, nein, das können wir nicht machen, das ist eine wertvolle landwirtschaftliche Fläche, wir brauchen das für unsere Bauern. Dann wird es so gewesen sein, weil das hat er sich natürlich nicht gefallen lassen, weil der hat schon einen Plan im Hinterkopf gehabt, ist es so, der große Bruder, also der Bürgermeister, ruft den kleinen Bruder an und sagt, du kleiner Bruder, jetzt pass einmal auf, du bist der große Bruder. Du bist zwar der Chef und ich bin das Chefchen, aber ich sage dir jetzt das eine. Wenn wir da nichts dagegen machen, dann werden in Zukunft da weiterhin die Kühe drauf grasen und du kriegst da der Reparaturwerkstätte für Braun- und Weißwaren einen Hut stecken. Und dann laufen die von der ÖZB, wenn man es richtig triggert, wenn man es am richtigen Punkt erwischt, dann laufen die ÖZBler in Höchstform auf.
Und dann kann es da gleich passieren, das geht recht schnell, dass man als Unbequemer in der eigenen Familie, ÖZB-Familie, zur Persona non grata degradiert wird. Und jeder, der von der ÖZB schon mal zur Persona non grata degradiert worden ist, der weiß, der hat mit Folgen zu rechnen. Zum Beispiel darf er dann auch nicht mehr zu einem Schützenfestel kommen oder ist generell nicht mehr erwünscht. Und an der Stelle müsste ich jetzt eigentlich, Frau Präsidentin, eine tatsächliche Berichtigung machen, müsste ich, weil der Herr Abgeordnete Seiwald hat halt nämlich gesagt, da erinnert in seinem Redebeitrag, jeder ist in St. Johann willkommen. Wir wissen aber, dass das nicht so ist, weil es ist nicht jeder in St. Johann willkommen, nämlich genau dir nicht, der das halt einfach gegen einen Strich geht, dass wieder eine schöne grüne Wiesen zubetoniert wird. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, kommen wir zurück zum Thema. Es gibt da aber auch Orte, Gemeinden, die sie verändern wollen. Und da haben wir jetzt das Beispiel mit Oberndorf und Kitzbühel. Wir haben bei der Einfahrt zu Kitzbühel, das ist wirklich nicht schön, die Einfahrt zu Kitzbühel, das sage ich ganz offen, so wie es ist, hätte man die Möglichkeit, dass man ein Gewerbegebiet begründen können, wird aber nicht gewünscht vom Land aus, weil es heißt, dass die Orte Oberndorf und Kitzbühel zu nahe zusammenwachsen, wobei da schon 4-5 Kilometer dazwischen sind. Aber das ist nicht gewollt. Und da, glaube ich, sollte man sich in Zukunft einfach ein bisschen mit der Thematik ein bisschen genauer beschäftigen. Wie gesagt, ich bin dagegen, dass man sagt, ein Ort darf sich nicht weiterentwickeln, so wie es die Neos sagen, wir wollen das generell per se alles verhindern. Und den Fleischantrag von der ÖZB, auf den gehen wir nicht nach in der Ei. Wir werden hergehen, das habe ich heute mit dem Clubdirektor auch besprochen, und einen eigenen Antrag machen. Das Land soll sich damit befassen und auseinandersetzen, wie es möglich ist, im Bereich der überörtlichen Raumordnung, dass man solche Geschichten, Zusammenlegungen von Gewerbegebieten, dass man das eher ermöglichen kann, wie am Beispiel jetzt in Kitzbühel und Oberndorf, dass das einfach zusammengeht. Ich denke, das ist viel sinnstiftender und zielführender. Wir werden dem Antrag nicht zustimmen, genau aus den Punkten, was ich schon gesagt habe, weil er einfach weder das eine noch das andere ist. Wenn, dann gehört sowas richtig und genau neu ausgearbeitet und formuliert für ein zukunftsfittes Tirol. Thank you.